Möchten Sie Ihre Gäste oder sich selber verwöhnen, dann ist dieses Dessert für Sie. Unwahrscheinlich feines Dessert mit einer Schokoladenfüllung und mit einem Karamellcreme. 150 Gramm Kekse. Ich habe hier Lotuskekse genommen, kann man auch andere Butterkekse nehmen. In einem Zerkleinerer zum Brosmen zerkleinern. Dazu 40 Gramm Haselnüsse. Dazu geben und zusammenmischen. 50 Gramm weicher Butter dazugeben und unter dem Brosmen verteilen, so dass es gut zusammengemischt ist. In die Formen verteilen und mit irgendeinem Instrument andrücken, dass es so eine Passform annimmt. Die Mengen in diesem Rezept reichen für 8 größere Formen oder für circa 15 kleinere Formen. Ich habe jetzt zwei verschiedene Varianten gemacht. Die Formen gehen für mindestens eine halbe Stunde, besser noch etwas länger, in den Kühlschrank zum Abkühlen und sich verfestigen. In dieser Zeit machen wir die Schokoladenfüllung, nehmen 100 Gramm Crème an Schokolade und lassen es auf dem Wasserbad zerschmelzen. Dazu kommt 130 ml Vollrahm, 35%. Alles gut zusammenmischen und ein kleines Stück Butter von ca. 10 mg dazugeben. Alles gut vermischen und in abgekühlte Formen füllen. Danach gehen Sie in den Kühlschrank für 1-2 Stunden, bis sie komplett gekühlt sind und fest. Auch bereits so sehen sie sehr schön aus und man kann es bereits so servieren. Ich habe noch zusätzlich Karamellcreme drauf getan. Wie Sie die Karamellcreme selber machen können, insbesondere wie Sie selber die Karamell machen können für die Karamellcreme, finden Sie in dem Hinweis oben rechts. Verzieren mit feinen Schokoraspeln und so ist es fertig. Dieses Dessert ist sicherlich auch geeignet für eine Festmahlzeit und wird sicher bei Ihren Gästen punkten können. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und auf Wiedersehen auf dem Kanal Felix Eckhoff. Bis zum nächsten Mal.